alle zusammen. Ihr habt es ja gesehen, wir machen jetzt einfach herzhafte Pfannkuchen mit Tzatziki. Ich mache Tzatziki jetzt nicht selber, weil ich habe den noch gekauft da. Aber ihr könnt ihn natürlich auch gern selber machen. Und wir haben jetzt einfach so einen ganz neutralen Pfannkuchenteig. Und zwar hier drin habe ich ein Ei, eine Prise Salz und 125 Milliliter Milch. Und hier drin sind 130 Gramm Mehl. Und das tun wir jetzt erstmal dann verrühren. Und dann kann man sich natürlich austoben. Man kann genau die Zutaten nehmen, die ich nehme. Man kann was dazufügen, man kann was weglassen. Nur wichtig ist es, wenn man Sachen dazu tut, dass die nicht zu flüssig sind, dass es am Endeffekt dann auch noch eine Bindung hat. Und jetzt verrühren wir das erstmal und dann gebe ich nach und nach das Mehl dazu. Und los geht's! So, also ich habe meine Milch noch etwas erhöht und zwar von 125 Milliliter auf 145 Milliliter. Das war mir sonst ein bisschen zu dickflüssig. Und jetzt habe ich hier drin Tomaten klein geschnitten. Da würde ich auch eher so kleine Tomaten nehmen, denn die großen, die haben ja zu viel Flüssigkeit. Also nur so ein Tipp. Dann Feta-Käse, so 90 Gramm. Dann etwas Salz, aber vorsichtig sein, weil wir haben ja Feta-Käse, dass es nicht zu salzig wird. Pfeffer. Und dann noch ein paar Gewürze. Da habe ich jetzt Oregano und Majoran. Ihr könnt natürlich das nehmen, was euch gefällt. Ach ja, genau, und Knoblauch. Knoblauch habe ich auch noch frisch gepresst da reingegeben. Und jetzt heben wir das unter. Und dann können wir unsere Pfannkuchen auch schon ausbacken. So, also in der Pfanne ist jetzt neutrales Öl drin, ist auch erhitzt und jetzt geben wir mal einfach eine Portion, hoppala, ging ein bisschen was daneben, hinein. Noch ein bisschen mehr. So, also der erste Pfannkuchen, den habe ich nicht komplett rumgekriegt, aber ich muss auch dazu sagen, das war mein Fehler, weil die Pfanne noch nicht heiß genug war. Deswegen wichtig, da soll es richtig schön brutzeln. Und jetzt müssten wir den eigentlich ganz gut rumbekommen, denn wie man sehen kann, er löst sich schön, da musste ich jetzt gar nichts für tun. Ich hoffe nur, dass er trotzdem an einem Stück bleibt. Und er soll ja unten jetzt auch nicht zu dunkel werden. Aber das ist wirklich wichtig. Also, weil ansonsten, klar klappt es auch, aber dann hat man halt so einzelne Stücke. Und es ist ja umso schöner, wenn man das Ganze komplett in einem rumbekommt. Ich hoffe, es klappt. Jawohl, es hat geklappt. Also, ihr wisst Bescheid, Pfanne schön heiß lassen. So, und das ist jetzt schon unser Pfannkuchen. Also zwei ganze würden dabei rauskommen. Ich habe den jetzt halbiert, also so zusammengeklappt. Hier haben wir unser Tzatziki. Ich drehe es mal ein bisschen um, dass ich ein bisschen was von den Tomaten noch abbekomme. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen Petersilie drüber gegeben. Jetzt gucken wir mal. Super lecker. Einfach nur mega, mega lecker. Deswegen kann ich nur sagen, macht's nach. Lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.